So, eine Quest haben wir dann noch im Bollwerk. Herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West auf der PlayStation 4. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Schau mal, was die nächste Quest für uns so bereithält. Bist du Kaplanin Gera? Cotallo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Tecote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Cotallo hat dich zu Recht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt. Entgegen Tecotes Befehlen. Ja. Ich weiß, dass Cotallo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tecote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten... Tecote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tecote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den Kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Wir intrigieren ja schlimmer als bei Game of Thrones. Aktion. Und Reaktion. Schau mal uns das an. Der erste Flug. Ich will den ersten Flug haben. Das klingt so mega mächtig. Wohin geht's jetzt eigentlich für uns? Oh, da waren wir noch gar nie. Cool, ich freue mich. Ach ja, notfalls sollten wir auch immer wieder um Eulenfedern schauen, weil es gibt noch einen Beutel, der 3 Eulenfedern benötigen würde. Also dürfen wir das auch nicht vernachlässigen. Ich meine, es ist nicht überwichtig, aber alles, was wir in Beuteln haben, was haben wir denn hier? Eine Krähe und da hinten wahrscheinlich nochmal eine Krähe. Na super. Wen interessieren Krähen bitte? Da, meistens sind die da so irgendwo. Hey, was bist denn du? Aber du bist eine Eule. Huppi. Mann, die hat nur ein Gabelbein. Nur ist gut. Das ist ein sehr seltenes Teil. Aber naja, egal. Okay, ich gehe dann mal wieder. Vorne haben wir einen Unterschlupf, der ist wahrscheinlich irgendwo fett am Berg oben. Ich glaube, ich sehe schon wieder eine Eule. Und auch hier. So, eine Feder, zwei Federn, super. Nummer eins. Nein, das war nur ein makelloser Schädel. Verdammt. Okay. Was haben wir dann für ein Areal? Versänger? Yep, Versänger. Da ist noch eine. Und auch hier. So, irgendeine davon wird wohl eine Feder haben, oder? Keine einzige hat eine Feder hier. Glaubt man das? Aber ein Gabelbein natürlich. Ah, die hat eine Feder. Perfekt. So, da sehe ich die nächste. Alter, das sind Eulen, hey.
Scheiße. Hey, warte mal. Die sind hinter dem Hügel, deshalb sind wir nicht weggeflogen gerade. Ja, das ist die dritte Feder. Ich glaube, das war's jetzt, was wir eulentechnisch wirklich brauchen. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Zumindest laut Stand jetzt. Den Versänger darfst du selbst behalten. Das Lagerfeuer davon wäre hingegen ziemlich geil, wenn wir es hätten. Und vielleicht auch ein paar Lachse. Von denen ich hier nichts sehe. Schade auch. Lagerfeuerhammer. Schnappmäuler. Hey, warte mal. Spitzenschnappmäuler, natürlich. Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen, kommen sie noch immer vor. Ist auch okay. Macht dir nichts. Schnappmäulareal. Wir brauchen auch noch viel mehr Zeug dann. Aber ist das nicht schön? 15 Speere können wir jetzt haben. Ach, das Leben macht Spaß. So macht's Spaß. Was haben wir da für einen Fisch? Ein Lexli? Sicher ein Lexli. Bleib da. Boah, wieso ist er weg? Wo ist er hin? Damn you! Ich war so knapp dran. Okay. Schade. Was ist unsere eigene Mission? Ah, eigentliche Mission. Aktion und Reaktion. Genau, Soldaten zurückholen. Sie scheinen stark gegen Schock zu sein. Spitzenaufspürergräber nämlich. Es gibt keinen normalen Gräber. Nein, Aufspürergräber. So, da vorne ist auch ein Lagerfeuer. Bitte, bitte, sag es, es reicht nicht. Damn you! Okay, wir machen es so, damit wir es zumindest haben, das Feuerchen. Gerhard sagte, der alte Wachturm sei bei den Wasserfällen. Zeit, die Soldaten nach Hause zu schicken. Ja, ich komm schon. Okay, es hätte auch anders gereicht. Ich dachte es mir schon. Ist er das? Hey, was haben wir da unten? Da ist der Wachturm. Hallo, Soldaten. Ich muss mit Kiva, ihrer Anführerin, sprechen. Ich glaube halt, da ist mehr dahinter als nur zurückschicken. Und das nehme ich mir bitte auch. Dankeschön. Hi. Sprich mit mir. Achso, sprich du mit mir. Sprich du mit mir bitte. Bist du Kiva? Bin ich. Und du bist die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben. Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gera schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gera verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Nicht nach unserer Insubordination. Dinge am Bollwerk haben sich geändert. Tecote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestutzt? Also gut. Das letzte Mitglied des Sturmtrupps ist am Turm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Merkwürdig. Itzeko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ich komme da leicht hoch. Ich guck nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Bricht dir nicht das Genick, ja? Das haben wir natürlich nicht vor. Was ist hier los? Wir ziehen los. Zurück zum Bollwerk. Was du nicht sagst. Zum Anfang des Anstiegs. Das da drüben ist höher als wir. Das ist blöd.
Dann müssen wir wirklich über die Brücke. Schade. Aber gut. Solange es nichts Schlimmeres ist. Dieser Schnee dämpft alle Geräusche. Erstens das und zweitens ist es schweinekalt. Und drittens wird es dem Soldaten irgendwie schlecht gehen. Was koche ich denn heute? Ich weiß es noch nicht. Das muss der Beginn des Aufstiegs sein. Irgendwas mit der Schweinefleisch. Sollte ganz oben sein. Irgendwas mit Schweinefleisch wäre geil heute. Wow, ja, ich sehe schon, wo er ist. Das ist ein Stück. Nein, da gibt's. Jawohl. Warte dich hoch. Schade, da gab's nicht noch einen Punkt. Himmelsgleiter. Kreisen um den Wachturm. Kein gutes Zeichen. Definitiv richtig. Wo ist der Punkt? Da gab es doch einen Punkt, oder? Einen Ankerpunkt für den Zugwerfer. Ich komme dem Wachturm näher. Ich muss wohl höher klettern. Näher sind wir auf jeden Fall. Was ist gut gegen Himmelskälte? Ich glaube Strom. Bin aber nicht sicher. Gönn dir den guten Aufstieg und die schöne Aussicht. Oh ja. Einer von Hephaestes Jägerkillern. Okay, ich muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Hat der mich? Schwach gegen Eis, okay. Aber da hinten sehe ich, dass er Stromdinger drauf hat. Nein. Ich hab nicht mehr viel. Ich hab nicht mehr so viel Stromding. Oh, und der braucht Säure, oder wie? Warte, Säurepfeile. Nummer 1 getroffen. Wie wär's denn damit? Warte mal, gestützter Schuss? Ja. Okay. Wo ist der Soldat, der für den Wachturm eingeteilt ist? Die Gegner werden leichter oder ich werde stärker. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, klar werde ich stärker, aber dass das solche Auswirkungen mittlerweile schon hat. Wobei Himmelsgleiter waren noch nie wirklich schlimm zu bekämpfen. Der sollte doch hier irgendwo sein, der Typ. Das muss er sein. Der ist tot. Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell.
Tja. Das war Kivas Horn. Ein anderes Signal als vorher. Da sind Himmelskleid darunter. Zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Warum gehen, wenn wir nicht... Wir könnten ja gleiten. Der Wachturm wird angegriffen. Ich muss schnell da runter. Der Tod kommt von oben. Die Maschinen werden überrascht sein. Jetzt wird's laut. Blut der Tränen. Die Fremde gleitet. Warte mal. Mach mal was Säuriges. Okay, der ist mal abgestürzt. So, was ist mit dem da? Schwach gegen Feuer? Das können wir arrangieren. Erstmal tot. Wie wär's denn damit? Okay, der ist tot. Aber du gehst mir gerade ziemlich am Sack, Alter. War's das? Das war's. Gut. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es alles brauche? Mit, alles mit. Boah, das leuchtet. Schrecklich. So, abgeschlossen. Coolio. Das ging aber schnell. Danke für die Hilfe. Ist Itseko auf dem Weg runter? Naja, die Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Verdammter Tecote! Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Pivalo! Wir ziehen los. Tecote ist ein hinterhältiger Hund. Ja. Aktion. Vielleicht hört er jetzt auf, Leben wegen Politik zu verschwenden. Und Reaktion. Gibt auch einen schönen Fertigkeitspunkt. Und eine neue Gesichtsbemalung. Der Tenakt-Plünderin freigeschaltet. Das ist obernice. Super Sache, würde ich sagen. Gut, wir müssen dann eh irgendwann an die Küste, aber das ist noch ein bisschen hin, bis wir daher müssen, wirklich. Da haben wir eine neue Quest. Interessant. Was ist das für ein Ort? Das ist Felswacht. Und da gibt es auch, einen Streit. Hier haben wir Jagdgebiete. Wir waren schon ewig nicht mehr in Jagdgebieten, aber wisst ihr, was wir auch schon ewig nicht mehr gemacht haben? Oder was auf jeden Fall pflichtig ist zu machen. Ein Rebellenaußenposten, Knochenbleiche, Kluft als nächstes nach dem Cut.